Peace aus Vienna. Der nächste Hashtag PFL Presents Passion for Life Podcast bzw. Vidcast außerhalb von zu Hause, nachdem ich ja in London schon war, letztes Jahr im Sommer, jetzt endlich wieder mal unterwegs sozusagen. Und das Ganze heute in Österreich. Ja, warum, wieso, weshalb? Das sitzt neben mir, der Grund. Georg ist hier am Start und wir haben gestern Abend schon stundenlang gesprochen eigentlich und da habe ich so mittendrin so einen kurzen Impuls gehabt, Mensch, hättest du mal eigentlich, theoretisch hättest du alles anknipsen können, weil, sind wir ehrlich, auch Männer soll es geben, ja, die, die es immer noch nicht zugeben, die lügen einfach, reden sehr, sehr viel und sehr, sehr lange in Teilen über ihre Emotionen, über mentale Gesundheit, über Frauen, über Prägungen durch Frauen in der Vergangenheit, whatever. Und wir haben bestimmt 3,5 Stunden, Safe, ja, safe. über irgendwie unsere Psyche gequatscht und es war einfach super angenehm. Das vorneweg, also wir verstehen uns schon. Wir gucken mal, wo es hingeht, die Reise heute, denn das ist nicht der Hauptgrund, warum du heute hier bist, sondern ja, wer bist du und was machst du? Klassische Ja, Frage zu Beginn. also mein Name ist Georg Gentner. Ich bin ehemaliger Bundesliga-Basketballer in Österreich. Ich spiele jetzt noch immer oder wieder Basketball in der Uniliga in Österreich. Ich bin sonst Physikstudent, sonst ja, das bin ich so circa grob, mal kurz Das ist gesagt. das. Wir kommen also ein bisschen heute zum Thema Basketball, deswegen steht auch The GOAT. Gute Frage für dich neben mir, Michael Jordan. Also diese GOAT-Diskussionen, sie sind lustig, wenn du einfach nur zusammensitzen willst und dich einfach nur anschreien willst und diskutieren willst über die absurdesten Dinge. Aber vor kurzem hat LeBron den All-Time-Punkterekord in der NBA gebrochen. LeBron ist so alt und performt noch immer so. Ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, also Michael Jordan ist der GOAT, weil er einfach so legendär ist. Aber ich habe nie. Wollte gerade Er hat sagen, ja das aufgehört, ist immer bevor ich geboren dieses, bin. ja. Also, ich habe es ja nie gesehen, aber Ist immer eine miese Frage. Wobei im Fußball finde ich es relativ klar zu beantworten inzwischen. Seit der Weltmeisterschaft. Auch wenn ich davor eigentlich Team Portugal war. So. Aber ja, ich find's super schwierig. Und dann gibt es ja auch nochmal, dann, wenn du einen richtig lustigen Abend haben willst, dann setze dich hin mit deinen Jungs und Mädels und dann machst du diese GOAT-Debatte auf, um wer ist die größte Sportlerin aller Zeit und Sportler. Und vergleichst dann auch die einzelnen Sportler. Völlig gaga. Es ist eh, weil es ist so absurd, was ist der Maßstab, nach dem du gehst, Ja. aber es ist halt einfach lustig, darüber zu diskutieren und lustig, wer was priorisiert und sowas. Oder nicht nur lustig, interessant und Ja, das ist ja dann auch, ne, so, okay, nimmst du einen Teamsportler, wo du halt immer diskutieren kannst, nur wegen dem Team, nimmst du eine Individualsportlerin, wie zum Beispiel Serena Williams oder halt auch Roger Federer oder so, wo du sagst, die sind halt eigentlich komplett nahezu alleine für ihre Titel und so verantwortlich. Aber ja, schöne Debatte, um die geht es heute aber nicht. Wir kommen also heute in den Bereich Basketball. Du warst Bundesliga-Profi, du bist es vielleicht bald wieder. Müssen wir mal gucken, in welche Richtung das so hingeht bei dir. Jetzt habe ich den Faden selbst verloren. Ach so, grundlegend. Das Spannende ist natürlich erstmal, weil die Frage habe ich auch bekommen, bevor ich hergefahren bin. Du fährst nach Österreich, okay, ich so, ja, genau. Und dann wurde ich so gefragt, ja, und Podcast, ich so, ne, natürlich, ist ja all business. Und wen kennst du schon wieder in Österreich? Ich so, ja, hab da Georg und ja, Basketballprofi und dann kam auch von meinen Eltern die Frage, woher kennst du den schon wieder? Durchs Sportradio? Ich so, nee, ist ja in Österreich nichts zu tun, ist Sportradio, ne? Sondern so, hä, okay, erzähl mal. Und deswegen willst du einfach mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist einfach, eigentlich ist das schon die geilste Geschichte der kommenden Stunde, weil es ist eigentlich, also ich finde es fantastisch. Ja, also es war ein bisschen ein wilder Sommer, eine wilde Reise. Davor, also es 21 war das, ne? Sommer 21, Ja. genau, Sommer 21. Mein bester Freund oder halt mein Kindheitsfreund, seitdem ich aus der Schulzeit schon, der studiert oder ist ein Jahr davor nach Stockholm, nach Schweden zum Studieren gegangen. Und das war immer schon die Überlegung, so, oh, fahre ich ihn besuchen? Und dann war halt noch dann war halt eben der Sommer. Eine lange, langjährige Beziehung von mir ist zu Ende gegangen und ich war dann irgendwann so, okay,
Nach den ersten Tagen, die ein kompletter Schock war, war ich einfach nur so, okay, fuck it, ich mache jetzt diesen Trip nach Stockholm. Von Wien aus. Von Wien aus. Ja. Und eben ich, also ich reise liebend gern mit Zug, Bus, also grundsätzlich begonnen durch Klima-Umweltgründe, aber vielmehr eigentlich, warum ich es so gerne mache, ist eigentlich, es ist viel abenteuerlicher als mit dem Flugzeug. Beim Flugzeug, du gehst zum Flughafen hin, du checkst deine Sachen, du sitzt drinnen, eingeklemmt, gehst wieder raus, okay. Aber mit Zug und Bus eben unsere Story. Wir haben uns eben, ich bin dann im Bus eingestiegen, über Nacht von Wien nach Hannover. Und ich bin überhaupt nur mit dem Bus gefahren, weil Bahnstreiks waren in Deutschland. Deswegen muss ich auf den Flixbus umwechseln. Ich bin Bus gefahren, weil ich zu geizig war für die Bahn, aber. Ja, und dann sind wir einfach nebeneinander gesessen und haben geplaudert und Ey, eben, ja. ihr müsst euch vorstellen, ja? Nachtbus, der war wirklich, ich hoffe, heute wird es anders, aber ich habe die Befürchtung, es wird ähnlich sexy. Ich müde, ich war 4 Tage so 40 Kilometer pro Tag unterwegs zu Fuß. Ich war Solo-Trip in Wien machen, bei mir auch, Kopf frei bekommen und von allen möglichen Sachen, auch der Sache, wie es bei dir war, mit der Frau im Kopf so nach wie vor so deswegen war ich so, okay, ich muss einen Trip machen, halt Solo-Trip raus, mal aus Deutschland, irgendwas machen halt für mich alleine irgendwie, um so halbwegs irgendwie das mal wegzuschieben, die ganzen Thematiken. Und dann sitze ich in dem Bus und hatte so den Plan, okay, ich habe mein Kissen mit am Start und ich will halt so einfach pennen und meine Ruhe haben. Und neben mir war noch frei, bis kurz vor Schluss war noch frei. Ich dachte mir so, Alter, geil, der Bus ist rammelvoll und ich kann mich hier richtig hinlänzen mit 1,90. Und dann kommt Und dann sein, drehe ich mich rum. dann kommt sein Unsympathler her. Das ja gar nicht. Du hättest sein können, wer du wolltest. Ich dachte mir so, ey. Jetzt nichts gegen den Typen. Aber ich dachte mir so, du bist halt riesig, ne? Und ich dachte mir so, Alter, nee. Oder komm, geh irgendwo bitte hinten vielleicht. Und du warst ja auch vorn. Und dann bist du, glaube ich, nochmal hinten in den Gang hinter. Und ich war so wie, Gott sei Dank. Ja, ich bin auch eingestiegen. Ich hatte genau dasselbe vor wie du. Ja. Hatte auch einen Zweierplatz für mich alleine und dann ist eine hergekommen und war so, hey, ich habe für diesen Platz reserviert. Und dann bin ich erst. Ich war so wie, oh nein. Und war das nicht sogar hinter mir? Und du bist einfach nur ein Platz vor zu mir oder so? Ja, und dann habe ich so ein bisschen rumgeschaut und ich habe halt natürlich deinen gesehen und ich wollte jetzt nicht eben, ich wollte ja nicht. Also jeder, der so in den Bus einsteckt, weiß, die anderen Leute, jeder will einen Zweierplatz für sich, damit man einfach chillen kann. Und ich war so, oh, sorry, David, ich will gar nicht. So, und ich denke mir so, Digga, ey, weißt du, du kriegst den größten Mitfahrer an dem Scheißbus, setz dich neben dich. Und da war an Schlaf sowieso nicht zu denken. Aber das Coole ist, wir haben halt einfach angefangen zu quatschen und haben nahezu, also nicht die ganze Nacht durchgequatscht, aber wir sind 9:30 losgefahren und ich war früh um 6 in Leipzig. Wir haben übelst viel gequatscht unterwegs. Und das war halt übelst witzig. Wir haben dann Nummern ausgetauscht, weil wir gesagt haben, ey Mensch, wenn du mal in Leipzig bist oder wenn ich mal in Wien bin oder so, ne? Und meistens ist es ja so, man macht sowas und dann verläuft sich das im Sande oder so. Und nee, wir haben wirklich gequatscht und uns gut verstanden. Dann sagt er auch noch, ja, ich bin Basketballer. Ich so, ja, das sehe ich, ja. Keine Ahnung, an die 2 Meter. Wir so beide so in den Flixbus-Sesseln dort uns zusammengepresst. Und hat dann geklappt und deswegen bin ich jetzt hier. Und es ist geil. Also das sind Geschichten, die das Leben schreibt. Voll, Wild. ja. Einfach eine wilde Sache. Ich würde gerne aber erstmal ganz ruhig und entspannt anfangen, weil ich weiß auch so, ne, sind immer, Georg ist aufgeregt. Ist immer ein bisschen. Nein, freut mich ja, wenn Leute inzwischen wegen meinem Podcast aufgeregt sind, dann ist es ja, mache ich ja irgendwas richtig. Ich würde gerne ganz am Anfang anfangen, das mache ich auch bei den meisten Leuten, die hier sitzen, also beziehungsweise mir gegenüber sitzen, weil ich es einfach spannend finde, okay, welche Grundidee eines Lebens gab es eigentlich zu Beginn dieses langen Zykluses? Und ich weiß nicht, wir kommen noch darauf zu sprechen, wie der Basketball in Österreich aufgestellt ist, aber der kleine Georg, nach deiner Geburt, so wo du 5, 6, 7 Jahre alt warst, also so 1,80, 90 groß, was wolltest du ursprünglich machen? Oder hast du Basketball gesehen und wusstest, oh ja, das Nee, ist. nee, nee. Also ich war von klein auf Bewegungssport, das war meins. Also und auch ehrgeizig. Also ich war eigentlich schon immer so, auch in der Schule ehrgeizig. Also ich wollte dann gut machen mit den ganzen Arbeiten. Aber im Sport einfach dieser Gedanke, das war so meins. Und ich habe immer schon Sport gemacht. Das hat begonnen, dass ich eben 5, 6, ich glaube sogar schon mit 4, habe ich meinen ersten
Läufen teilgenommen. Und Läufer heißt? also, weiß nicht, so ein, zwei Kilometer irgendein organisierter Lauf, der irgendwo Ah, so stattfindet. Crosslauf und so Spaß, okay. Ne, ja, ne, Oder, nicht ja, also. Crosslauf, sondern halt irgendwo Okay. Straße abgesperrt oder halt im Rahmen vom Vienna City Marathon gab es dann halt immer ein Zehntel, 10% Distanz, so 4,2 Kilometer. Dann habe ich halt auch schon mit 6, 7 begonnen, immer teilzunehmen. Krass, ja. Und sonst habe ich immer eine Sportart nach der anderen durchprobiert. Österreicher natürlich, Skifahren von klein auf, Snowboarden von klein auf, aber sonst ja, Fußball gespielt, Volleyball gespielt, alles Mögliche durchgespielt. Und immer diesen Ehrgeiz gehabt, was ausprobieren, mich zu bewegen, aber ich hatte nie dieses Wettkampfmäßige so richtig. Und mit Basketball hat es eigentlich erst begonnen, dann, als ich 14 war, war halt wieder so, okay, neues Schuljahr, irgendwie, ich möchte eine neue Sportart so am Nachmittag ausprobieren. Und dann habe ich Basketball einfach so begonnen und dann hat es Klick gemacht und ich war so, okay. Boah, ich bin da voll drin, habe die ersten Matches gespielt, nicht nur einmal die Woche trainiert, sondern drei, viermal die Woche und war so, okay, ey, das möchte ich machen. Und ja, das ist so die Geschichte vom Beginn. Der Oder, ja. Karriere, wie ist denn das in Österreich? Wie einfach ist es denn in Österreich, Basketball zu spielen? Naja, ja, also es gibt schon, also vor allem hier in Wien, natürlich x Vereine. Also es ist natürlich infrastrukturell. Ist sicher ein großes Problem. Also die Hallen, es gibt genügend Hallen unterschiedlicher Qualität, also wenige mit richtig guter Qualität. Das Schwierige ist halt, oder das, was du dann eben gerade beginnst, so eben, man ist dann 15, 16 und dann bekommt man so die Idee, hey, ich möchte eigentlich wirklich Profi und ich möchte richtig arbeiten, ist halt das Problem über das Teamtraining, über das Vereinstraining, wo du deinen Mitgliedsbeitrag zahlst, dass du eben das Training machst, darüber hinaus selber trainieren gehen zu können, ist so schwer, dass du eine freie Halle kriegst. Ja, weil halt eben nach dem Training schmeißen dich die Hallenwärter meistens raus, weil ja, es ist spät abends, die wollen halt auch heim, was verständlich ist. Ja, Und klar. der Verein zahlt halt genau für diese 1,5 Stunden. Der Besitzer der Halle will halt auch nur die 1,5 Stunden dann, dass die Leute da sind. Das ist halt so Schwierigkeiten, was halt infrastrukturell fehlt, was halt finanziell fehlt, weil halt Basketball in Österreich generell ein kleines Land ist, ein kleines Sportland und dann halt eben, wenn in Österreich ist es Wintersport, Wintersport, Skisport ja. oder Fußball. Ja. Ja, Ich ja, war auch beim sonst. Probetraining bei den, ich weiß nicht, ob du die kennst, bei den Dresden Titans. Ja, Da war irgendwie Pro B Sicht, haben die zumindest. Also ich weiß nicht aktuell, aber sie ja, waren, ich oder? glaube Pro B. Ja, das Ja. ist in dritte Liga, glaube ich, äquivalent, ne? Ich Ja. glaube, es ist Pro B in Deutschland nach wie vor. Aber ich hätte mich halt immer entscheiden müssen zwischen Fußball und Basketball. Und das war halt nie eine Entscheidung für mich, weil Fußball hat immer gewonnen. So, Ja. aber ich habe das total geliebt, irgendwie auch immer so zu zocken halt einfach so. Ich habe Ja. so einen Basketballkorb bekommen irgendwann, ne, so, wo du halt unten so ein bisschen Wasser reinkippst, ne, also Ja. diesen Ball so über den Hof geschoben, das ganze Ding. Ah, ja, Weißt den du hatte ich auch so? bei meiner Oma im Garten. Und Ja, einfach geil, so ein Teil. ja. Und dann war bei mir die erste, also dieser erste kleine Hype war dann, glaube ich, NBA 2K9, das ist Okay. für die PlayStation und dann kam bei mir so dieses Interesse, weil ich habe mal einen ganzen Stapel Shots bekommen vom Flohmarkt, beziehungsweise eine Arbeitskollegin meiner Mom, ihr Sohn hat Basketball gezockt. Ja. Und der hatte extremst viele Shirts, die nicht mehr gepasst haben, werden aber einfach, die waren übelst geil. Das waren Shirts von den Hornets, von Okay. der 96er-Truppe Ja. und von den Orlando Magic und von Dallas und also wirklich, ich hatte dann, ohne zu wissen, was es eigentlich ist, aber das war bei mir so dieser Basketball-Hype, der dann losgegangen ist. Ja. Aber ich habe halt nie irgendwie dann so diesen nächsten Step gemacht. Im Vergleich zu dir dann, so kann man ja sagen. Du hast ja sogar Jugendnationalmannschaft gespielt. Genau, also bei mir war es eben, ich habe relativ spät begonnen mit 14,5 und dann halt Ist das schon spät, oder? ist schon spät, ja. Vor allem, das klingt jetzt vielleicht für Normalsterbliche absurd, aber ich bin nicht so groß. Also ich bin, wenn, Ja. ja, für eine Basketballmannschaft bin ich wahrscheinlich so im Durchschnitt. Also du hast so ein paar Leute, die halt bei 1,85 irgendwo so anfangen und dann hast du aber halt auch eben welche, die bis 2,10 Meter gehen und ich bin halt mit 1,98 irgendwo in der Mitte. Und wenn du natürlich, je größer du bist, desto einfacher ist es für Basketball. Ist halt so. Und deswegen, aber eben, ich bin nicht ultra groß. Also das war schon recht spät Wie groß dafür. bist du? 1,98. 98.
Und also es war schon recht spät, dann halt mein erstes Jahr einfach so mal gespielt und dann kam der erste Sommer, wo man halt dann selber trainiert, selber arbeitet, im Garten von der Oma zum Beispiel mit diesem Korb mit dem Wasser drin. Und dann kam mein zweites Jahr und dann war auch schon so im Kopf irgendwo so, ey, da gibt es dieses so 16 Nationalteam, da möchte ich rein. Und das war dann schon, weil ich habe ein Jahr, 1,5 Jahre dann am Ende der Saison 2 Jahre Basketball gespielt, dort reinzukommen, war tough, aber das war halt das große Ziel, das hat dann geklappt. Du hast 2 Jahre gebraucht von Beginn der Sportart bis zur U-Nationalmannschaft. Ja, es ist, also im Nachhinein denke ich mir schon so, ja, darauf kann ich eigentlich wirklich stolz sein, dass ich das geschafft habe. Also das war sehr viel. Digga, 2 Jahre. Ja. Krass. Ja. Und dann eben noch einmal 2 Jahre später U18-Nationalteam. Und Also du bist auch dann. dann durchgelaufen, durch die U-Station quasi, Genau, oder? ja. Und ja, es ist halt, man muss halt dazu Zwei sagen, es ist Jahre. halt Österreich. Es ist Österreich Basketball. Es ist nicht so eine riesen Community. So ehrlich muss ich sein, wäre ich in Deutschland gewesen, hätte ich das nicht geschafft, weil einfach die Konkurrenz so viel größer ist. Aber Das ist ja gut, das mag schon das sein, muss man aber. schon ehrlicherweise dazu sagen, aber ja. Und dann, ja, ging es halt einfach so. Und sobald du mal irgendwo so in diesen, weiß ich nicht, Top 15, Top, ja, deines Jahrgangs bist, dann bist du schon so, okay, das sind die, die es schaffen könnten zum Profi. Und dann fallen halt noch welche aus unterschiedlichen Gründen weg, die halt eben persönliche Gründe oder dann halt doch nicht reicht. Und ja, und dann irgendwann läuft das halt über. Du bist halt, dann trainierst du das erste Mal mit der Bundesliga mit. Trainierst nur mit und merkst halt auch schon den physischen Unterschied, aber du findest halt irgendwo deine Nische, wie du es schaffst, okay, trotzdem da zu funktionieren, was meistens das Wichtigste ist, einfach deine Nische zu finden, was kannst du gut und das kann ich dann richtig gut und meine Schwächen verstecke ich und ich mache das, was ich gut kann. Was kannst du gut? Puh, was kann ich gut? Ich kann gut, ich bin wahrscheinlich einer der. Diszipliniert sein ist wahrscheinlich meine größte Stärke. Einfach nicht außen, Sympathisch. einfach, also eben diszipliniert sein auch im Spielfeld, nicht aus dem System ausbrechen, nicht eben glauben, so, boah, ja, den kann ich jetzt 1 gegen 1 schlagen und ich ziehe das durch, sondern wirklich geduldig sein, diszipliniert das System weiterspielen. Da noch was mit den Jahren, das war am Anfang sicher ein Problem, weil ich es unerfahren war, aber was mit den Jahren kam, einfach ein gutes Gefühl haben für den Basketball. Gewisserweise Spielintelligenz, also er ist immer so sich selber so, ja, ich bin der schlauste Basketballspieler, aber so eine gewisse Spielintelligenz zu haben, so zu wissen, Sachen zu lesen, zu reagieren, ja, das war sicher. Also das war auch damals beim U16-Nationalteam auch, damals hat mir auch der Head Coach eben klar vermittelt, so, ich brauche nicht glauben, dass ich da 10 Punkte in irgendeinem Spiel mache. Wenn ich das glaube und das probiere und im Training probiere, die alle 1 gegen 1 zu schlagen, habe ich keine Chance und werde nicht reinkommen. Sondern ich muss halt wirklich hart arbeiten, ich muss der Vorzeigespieler sein, ich muss eben Fehler minimieren und einfach wirklich das machen, super diszipliniert sein. Und das wurde dann sicher auch eben meine große Stärke und halt einfach eben sehr, sehr alles auch im Feld, sehr viel straight machen, nicht viel nachdenken, nicht viel irgendein fancy Zeug machen, sondern einfach sehr geradlinig. Ja. Das ist ja eigentlich ein kompletter Unterschied zu dem, wie ich mir Basketball vorstelle, ne? Oder beziehungsweise wie man so, wenn man, keine Ahnung, draußen unterwegs ist, wir dann auch noch rausgehen später. In Ja. Wien sind 15 Grad, das ist einfach gigantisch, ein bisschen einfach zocken draußen. Ne? So Streetball-mäßig, wie auch diese Ja. ganzen College-Filme anfangen oder auch US-Sport-Karrieren, so dieses Ja. typische Ja. Kevin Garnett entdeckt irgendwie beim Zocken in Boston auf irgendeinem scheiß Betonplatz. Ja. Das heißt, es gibt eigentlich gar keinen. Gibt es Platz für so Freigeistigkeit? Für so, sage ich mal, so, man sagt ja so gerne Baller, weißt du, wie ich meine? Ja, also es kommt drauf an, Auf also dem Level? es ist, also es gibt welche, die einfach diese Baller-DNA in sich haben und aber du musst halt trotzdem diszipliniert bleiben. Du kannst einfach nicht jedes Mal ausbrechen. Du musst im System drinnen bleiben und du musst diese Baller-Mentalität, sag ich mal, kanalisieren und dann richtig einsetzen, weil du kannst nicht, weiß ich nicht. Ein Beispiel wäre, du hast einen
Fastbreak-Situation, also du bist die angreifende Mannschaft, bist da, weiß nicht, zu dritt gegen zwei Verteidiger. Du kannst jetzt nicht anfangen, groß irgendwie Fans... Fastbreak, weil die sich wundern, ist Konter. Stellt euch das wie ein Konter vor. Ja. Ja. Und du kannst jetzt nicht, das ist ja genauso dasselbe im Fußball, du kannst jetzt nicht anfangen, beim Fußball irgendwelche fancy Übersteiger zu machen, du kannst beim Fastbreak nicht anfangen, fancy durch die Beine Dribblings zu machen, sondern du musst einfach geradlinig, schnell und die richtigen Entscheidungen treffen, den richtigen Pass spielen, den richtigen Finish machen, und das ist nicht fancy, das ist einfach, ja, und das, also du kannst, also eben, ja, man kann schon ballen, man kann, in der NBA wird das viel gemacht, in der NBA halt die Superstars, die Superstars, aber zum Beispiel der österreichische NBA-Export Jakob Pöltl, der erste und einzige Österreicher, der es bislang in die NBA geschafft hat, hat es dorthin geschafft, weil er einfach so ein disziplinierter, geradliniger Spieler ist, der wirklich nur das macht, was er kann. Wo spielt er? Jetzt wieder bei den Toronto Raptors. Raptors, okay. Ja, also er hat dort angefangen, dann wurde er zu den Spurs getradet und jetzt vor kurzem wurde er wieder zurückgetradet. Wie ist denn das bei dir? Weil ich habe gesehen, also ich bilde mir ein, ich habe es gelesen, ich recherchiere ja schon ein bisschen, hatte ja auch 10 Stunden Zeit im Bus. Du warst zum Draft angemeldet, ne? Nee. Oder wie, nee, aber, nee. Wie war denn das? Also das hast du, das ist einfach nur, das ist auf den ganzen Seiten stets nur, weil dieses Draft-System hat halt bestimmte Regeln, ab wann wer gedraftet werden darf in der NBA. Okay. Und für europäische Spieler ist es dann halt einfach mit dem Geburtsjahr, gibt es dann halt ein Jahr, ab dem könnte man sie draften. Und wenn du dich anmeldest quasi. Ja, ah, verstehe. Und deswegen steht es halt einfach, also nee. Nee, weil das liest sich halt als Laie so wie, ach, zumindest angemeldet zum, okay. Ja. Aber wir haben vorhin schon ja auch die ganze Zeit ein bisschen gequatscht, und was ich total spannend fand, wenn wir gerade bei der NBA sind, ist, du hast gesagt, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber du hast gesagt, hier sagen die Trainer sowas wie, oder man müsse eigentlich den Jungs sagen, die anfangen mit Basketball spielen, schaut euch keine NBA-Spiele an, weil das ist eigentlich rein von der kompletten Ausbildungsseite betrachtet, scheiße. Ja, also das war auf jeden Fall, also im Nachwuchs, das war eben genauso ein Beispiel im Training, du machst irgendwas, du machst in irgendeiner Situation, beginnst du fancy durch die Beine zu trippeln, und der Trainer sagt dir, ja, hör auf mit diesem NBA-Blödsinn. Weil eben natürlich, man schaut, wenn man, also eben vor allem, wenn man jung ist, man schaut NBA, man hat einfach noch nicht so viel Ahnung von Basketball, weil eben die Erfahrung fehlt, man ist ja jung. Meistens schaut man dann auch nur Highlight-Tapes, weil die NBA-Spieler mitten in der Nacht sind. Und dann siehst du natürlich, und es ist Amerika, und Amerika ist wahnsinnig gut darin, Show zu machen und alles zu vermarkten. Und eben, du lernst dann eben dieses Ballen, dieses Streetballen, das siehst du dort halt. Und du siehst halt dort wirklich die mit Abstand besten Athleten in der Basketballwelt. Das ist verrückt, was die können, wie sprunggewaltig die sind. Die sind 2,10 Meter groß und sind so schnell und so beweglich. Und wenn du dieses Talent hast und diese Qualität hast, ja, dann kannst du anfangen, so zu spielen. Aber wenn du das nicht hast, dann, und du probierst es zu kopieren, das funktioniert nicht. Das killt dein Team. Das selber individuell wirst du nie diese Klasse erreichen. Und es ist halt eben viel wichtiger, einfach wirklich das zu finden, worin ist man gut, und das dann zu machen. Und das ist halt einfach eben, deswegen lieber top-europäischen Basketball schauen, Euroleague, weil dort wird das halt viel mehr gemacht, und wird halt auch eben einfach die Systeme. In europäischem Basketball, das sind sehr die Trainer ihren Einfluss, das sind wirklich sehr durchdachte Systeme und wirklich Team-Basketball, viel auf eben, wie können wir uns als Team einen Vorteil herausholen. Und in der NBA hast du halt einfach diese absurd genialen, krassen Athleten. Und da geht es einfach mehr als, okay, wie können wir schaffen, dass der seine Skills da jetzt... Dass du diesen einen Key-Spieler freispielst. Genau. Aber da frage ich mich halt so ein bisschen, ich meine, wir reden ja beim US-amerikanischen Basketball vom besten Basketball der Welt. Wahrscheinlich. Ja. Wieso ist dann quasi hier immer noch diese Ausbildungsriege sozusagen, ne, wir wollen aber auf Teamsport setzen. Jetzt können wir natürlich, wir kommen jetzt auch in die Richtung natürlich, weil du spielst ja aktuell nicht mehr in der österreichischen Bundesliga, sondern in Anführungszeichen, ja gut, was heißt in Anführungszeichen, im Prinzip ja an der Uni. So. Ja, und ihr baut es ja jetzt auch hier in Österreich, total spannend, wie ich finde, auch so ein bisschen college-mäßig auf. Mhm.
Und das muss ja auch, sage ich mal, einen Grund haben, weil natürlich die Ausbildung da drüben, die geht schon an der Highschool los und was weiß ich wo, dass eben dann solche Cracks rauskommen können mit der spielerischen Qualität. Ja. Aber was ist jetzt hier bei euch? Du spielst Uniliga, die gibt es auch in Deutschland überall, aber bei euch eine ganze Ecke gefühlt professioneller irgendwie. Ja, also vor allem professionell in dem Sache, wie das Ganze organisiert wird. Also eben diese Uniliga wurde vor, ich weiß es nicht genau, ich schätze vor 8 Jahren, 7, 8, diese Größenordnung Jahren gegründet. Eben nach dem Vorbild, nachdem ein österreichischer Wirtschafts-WU-Student war in Amerika, hat das genau dieses Fan-Erlebnis gehabt und hat sich gedacht, ey, das will ich nach Österreich bringen. Warum kann man das nicht hier machen? Und darauf ist es halt sehr ausgelegt auf dieses Fan-Erlebnis. Das muss ich auch wirklich sagen, das machen die richtig, richtig gut. Also eben wie so ein Game Day, also da finden dann halt eben gleich mehrere Matches hintereinander statt, von den unterschiedlichsten Unis gegeneinander. Und das ist halt einfach, wie diese Show gemacht wird, das ist richtig, richtig gut. Deswegen sind halt auch sehr, sehr gute Zuschauerzahlen. Und jetzt von da, in dieser Uniliga jetzt der reine Basketballprofessionalität, die ist noch nicht da. Also ich würde sagen, von den Zuschauerzahlen ist es sozusagen die zweitbeste oder vom Zuschauerleben die zweitbeste Liga in Österreich nach der Bundesliga, weil es sind ähnliche Zuschauerzahlen und die Bundesliga spielt halt jedes Wochenende und die Uniliga einmal im Monat oder zweimal im Monat. Wo sind wir da? Also Bundesliga-Zuschauerzahl, vor wie vielen Leuten hast du gespielt mal? Was war so das Also, Bundesliga-Highlight deiner Karriere so? boah, man, schwierig. Also wenn du hast halt so ein paar, also ein paar Traditionsvereine in Österreich, so wie Gmunden oder Oberwart, und wenn da die Playoffs sind oder wenn da der Game Day zu Weihnachten ist oder zu Saisonstart, da hast du schon, also ich habe sicher, die vollsten Hallen, vor denen ich gespielt habe, waren sicher 1500 in der Größenordnung, wo ich wirklich gespielt habe. Also ich kann mich erinnern, als ich ein junger Spieler war und eben gerade begonnen habe mitzutrainieren und während den Matches nur auf der Bank gesessen bin, wo dann halt wirklich Finale war und auch die österreichischen Zuschauerzahlen waren früher besser beim Basketball. Da gab es schon Matches, da waren es sicher über 2000, ja, vielleicht sogar 3000. Sind Ja. die Hallen voll beim Basketball? Wenn du sagst, beim Basketball ist es vielleicht kleiner in Österreich, aber dafür vielleicht die Fans Ja, kommt drauf an. Also, leidenschaftlicher mit dabei so, oder? kommt von Halle zu Halle an. Also, es gibt halt ja, wirklich von Verein zu Verein. Der Verein, wo ich zuletzt gespielt habe, also die letzten 3 Jahre meiner Karriere halt bislang, das war Dreiskirchen. Das ist ein eher kleiner, familiärer Verein. Da hat die Halle jetzt von den Sitzplätzen, ich schätze, 500, 600, 700, wenn man sich zusammenkauert, Platz. Dann gibt es halt noch, kann man noch auf der Seite stehen und so. Und das ist halt dann schon so, schon fast immer dann gesteckt voll. Und das ist dann halt auch, es sind dann eben nicht so viele, aber das ist halt dann schon krass, weil einfach eine kleine Halle, die komplett voll ist, ist besser als ein Riesenstadion, was dünn besetzt ist. Ja. Ja, fallen mir so viele Vereine ein, aber ja. Ja. Und wenn du sagst, das Zweitstärkste ist dann jetzt das College, das heißt, bei euch kommen auch 1000 Mann und Frau. Ja. Das ist schon krass, oder? ist Also schon. weil ich hab so einige Freunde im Ohr gerade auch gehabt, die jetzt natürlich sagen, ja, wir haben ja auch eine Uniliga in Deutschland und spielen da Fußball und Tennis und Badminton und backen Torten um die Wette, keine Ahnung. Das stimmt schon, aber da kommen halt keine 1000 Mann. Also das hat Ja. schon irgendwie so College-sportmäßig irgendwie angehaucht bei euch, ne? Ja, auf jeden Fall. Und es sind 95 oder vielleicht sogar fast 100% der Zuschauer und Zuschauerinnen, das sind Studenten und Studentinnen. Was auch mega cool ist. Also eben diese Uniliga, von dem her wirklich, würde ich sagen, eben ganz klar, also auch über die zweite Bundesliga in Österreich zu stellen, zuschauermäßig. Von einem basketballerischen Niveau ist es eher, es ist sehr schwierig einzuschätzen, weil die Spannweite sehr groß ist. Du hast halt dann eben Leute, die Bundesliga-Programme durchlaufen sind und aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr Bundesliga spielen, sondern halt eben studieren und dann weiter Basketball spielen wollen. Also ähnlich wie meine Situation. Und deswegen, da hast du dann sehr gute Spieler, aber es ist halt eben nicht so dicht. Aber eben da würde ich sagen, irgendwo dritt-, viertklassig, eben
dann Landesliga-Niveau, also in Österreich so Bundesliga, zweite Bundesliga, Landesliga, irgendwo dort wird sich's dann anreihen. Richtig, Zac Efron hier. So Highschool, weil es gibt Aftershow-Partys, es wird viel Tamtam gemacht, ringsrum. Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, gerade, yo, Stand jetzt mit meiner aktiven Karriere und jetzt muss ich als Zuschauer, wenn ich hier zuhöre oder zuschaue, ja, die Frage stellen, logischerweise. Mensch, wenn der so gut ist und der hat in 2 Jahren in die Nationalmannschaft geschafft im Jugendbereich etc., warum spielt er nicht mehr Bundesliga? Ja, also das ist, also mal ganz Ding, also einfach meine Knie. Ich habe seit innerhalb meines zweiten Jahres, wo ich halt dann noch so richtig gehasselt habe für dieses U16-Nationalteam, haben bei mir einfach Knieschmerzen begonnen. Es sind Patellasehnenspitzensyndrom, also einfach die Patellasehne, die hier in der Kniescheibe ansetzt, ist bei mir chronisch entzündet. Und das war halt immer schon Thema, natürlich immer mit Physio probiert und hat auch geholfen, es besser zu machen, aber halt nie komplett weg. Halt aushaltbar, oder was? Es ist aushaltbar, es ist schon, also, ja, es ist außer, ja, man, also, vielleicht ist es halt schwer zu sagen, weil wie beschreibst du Schmerz? Also, aber wenn ich so zurückdenke, es gab dann halt schon Tage, da, also du kannst nicht Stiegen steigen ohne Schmerzen, du kannst nicht vom Klo aufstehen Stiegen, ohne Stiegen, Schmerzen. Stiegen sind Treppen, oder was? Oder? Ah, ja, ja. So, wir haben nämlich... Ja, das ist geil. Wir haben schon ich bin jetzt seit gestern Mittag hier, schon so viele Klischees ausgetauscht, Deutsch und Österreich und was denkt Österreich von uns und es ist schön, Stiege sind, okay, ja. Ja. Wie? Aber, und eben, es ist aushaltbar gewesen, aber dann kam halt die Zeit mit Corona, Ligabetrieb wurde eingestellt, Fans waren keine mehr da oder halt nur so beschränkt und zu der Zeit habe ich dann halt auch irgendwie probiert mit OPs irgendwie, aber es hat auch nicht geholfen und dann hat es mich einfach so genervt und habe halt gemeint, okay, ja, nee, das macht gerade keinen Sinn, ich habe keinen Spaß mehr dabei und habe deswegen aufgehört, hatte halt auch privat eine ganz andere Situation, als ich jetzt habe und ja, und dann war ich halt 1,5 Jahre lang weg und hab's am Anfang auch gar nicht so sehr vermisst. Und hast du nicht vermisst? Also ganz am Anfang, ich sag's dir mal, das erste halbe, dreiviertel Jahr ging's mir manchmal schlecht, weil ich's nicht vermisst habe. Ich habe gedacht so, ey, du hast diesen Sport so lange gemacht und jetzt hast du aufgehört und du vermisst es gar nicht, was ist los mit dir? Hinterfragt man dann so sein Leben? Also... Wir haben, also wenn ich jetzt da sitze und sage, ich habe mit Fußball aufgehört, 2000, leck mich, keine Ahnung, wann waren das, 16. Ja. So, und das war auch aus unterschiedlichen Sachen privat ein gigantischer Scheißsommer. Mhm. Und dann mit Fußball aufzuhören, war für mich die absolute Hölle. Ich habe es gestern schon mal so kurz angerissen. Yeah. Das war halt bei mir wirklich dieses, ich habe mit 4, 5 angefangen mit diesem Wunschtraum, Profifußballer zu werden. Da gab es auch kein Links, kein Rechts. Es war immer, ich möchte Paläontologie studieren, also Dinosaurierforschung, nachdem ich Fußballprofi war. Das war immer Plan A bis Z. Es gab keinen Plan B. Mhm. Und ich habe diesen Druck gehabt, intrinsisch und mir selbst gemacht. Und das muss jetzt funktionieren. Und dann gibst du alles, was geht, was du geben kannst. Du kannst nicht dein Leben, sage ich mal, komplett selbstbestimmt leben, noch, wenn du zu Hause wohnst und ja auch Schule hast und so. Ja. Aber alles, was ging, habe ich auf dem Platz gestanden, auf dem Platz verbracht, habe trainiert, habe gegessen, geschlafen, was in meiner Wahrnehmung irgendwie halt gut war. Mhm. Was Fußballer halt so essen und machen in der Regeneration und drum und dran. Und die Schule hat noch gepasst nebenbei. Ich habe auf so viel auch verzichtet. Ja. Yeah. Und dann stehst du da mit, wie alt war ich da? Ich weiß nicht, 19, kurz vor dem 19. Geburtstag. Mhm. Und es ist so, ja, ist jetzt auf. Und ich habe mein komplettes Leben verloren in dem Moment. Okay. Das klingt jetzt hart, aber es war wirklich so, neben den ganzen anderen Sachen, links und rechts, war das für mich so, ich habe alles gegeben und dieses Märchen, dass man es schaffen kann, wenn man alles gibt, hat sich bei mir gerade einfach zerstört, weil ich habe alles gegeben, was ging und ich bin kein Fußballprofi geworden. Ja. Und deswegen drehe ich auch jetzt so am Rad, weil ich jetzt eben sage, jo, das ist jetzt der zweite Traum und dieses, ne, einfach sprechen und Leute unterhalten, durch die Welt tingeln, Leute kennenlernen,
inspirierende Geschichten hören. Das muss jetzt funktionieren. Und deswegen finde ich das krass, dass du halt sagst, ja, aber warum? Also hast du einen Ausgleich gehabt? Oder? Ja, also es war, also eben jetzt, um da die Timeline richtig zu machen, also ich habe den Schritt gemacht zu sagen, okay, ich höre jetzt erst, also es war jetzt nicht richtiges Karriereende, also war schon so, okay, bis meine Knie nicht gefixt sind, spiele ich nicht mehr. Und ich, es ist kein irgendwo Ziel in einem Jahr zurück sein, nein, sondern ich. Basketball also du gibst ihm auch wirklich Zeit quasi. Das, also das war das Mindset. Und es war halt auch eben, ja, und auch so, ja, das ist gut möglich, dass das jetzt mein letztes Spiel meiner Karriere ist. Und es war dann halt, bislang war es halt auch das letzte, was ich da dann hatte. Das war im Februar 2021. Und dann im Sommer, August, Anfang August, glaube ich, nein, Ende August, whatever, als wir uns dann im Flixbus gesehen haben, also ein halbes Jahr danach, so ein bisschen die Timeline. Und in der Zeit dazwischen war halt eben für mich so, okay, mal zuerst mal nice, so dann die erste Woche danach so, einfach so nice, so hey, es ist unter der Woche, ich abends, ich kann einfach daheim sein. Du hast Zeit, ne, plötzlich viel mehr. Ja. Du hast ja, sag ich mal, die letzten Jahre komplett auch geopfert, klingt immer negativ, aber man hat es ja mit Liebe gemacht, mit Liebe und Leidenschaft gemacht. Das war ja kein Opfern in dem Sinn, klar, es war ein Rieseninvest. Ja. Es ist, auch jetzt noch flasht es mich manchmal, wenn mich jemand unter der Woche spontan fragt, hey, magst du heute Abend was machen? Und früher war es mir drin, nein, ich kann nicht. Automatisch, weil ich habe ja Training. Ja, genau, und manchmal flasht mich immer noch so, hey, ich kann einfach unter der Woche rausgehen. Also es waren schon eben dann viele Vorteile da. Im Physikstudium habe ich halt einfach weiter studiert. Ich hatte eben zu der Zeitpunkt, eben, war ich ja eben noch in einer langjährigen Beziehung, wo ich mir dachte, also okay, ja, das ist jetzt vielleicht was, oder nicht nur vielleicht, sondern sehr optimistisch, das ist jetzt was fürs Leben. Und dann war halt das eigentlich so, okay, das hat mir dann voll getaugt. Und dann gab es in der Zeit, habe ich es eigentlich wirklich null vermisst. Und dann gab es halt auch manchmal, also das, ich habe dann in dieser Zeit auch nie bereut, dass ich so viel reingesteckt habe, weil ich es geliebt habe. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich eben in meiner Jugend auf was verzichtet habe, weil, sind wir uns ehrlich, wenn du mit 17 Party machen gehst, ist es cool, aber wenn man dann älter ist, ist es dann schon cooler, also mit 17. So. Ja gut, aber damals, du weißt es ja nicht. Ja, eh, du weißt es nicht, aber deswegen halt so im Nachhinein denke ich mir so, eh, die Partys, die ich mit 17 vermisst habe, die waren nicht, verpasst habe, die waren nicht so... Nö, ist richtig. Aber das weißt du zu dem Zeitpunkt nicht. Und aber zu dem Zeitpunkt halt war es mir auch wurscht, weil da war ich Basketball. Ich war auf Hauspartys und ich durfte ja sowieso nicht in den Club, weil ich eben noch 17 war. Ja. Meine ganzen Klassenkameraden, die waren meistens schon 18, waren viel unterwegs. Ich war auch, Gottes Willen, ich habe mich nicht nur zu Hause eingeschlossen. Ja. Aber zum Beispiel, wenn es jetzt Feiern gab oder Partys gab und am nächsten Tag hatte ich halt Spiel, da war halt nein. Ja. Da war halt so, nee, ich bin zu Hause und ich bin um 9 im Bett und ich muss morgen performen. So. Und das war halt einfach von der Priorität eine ganz andere. Und deswegen, ich sage auch, also wenn ich sage, ich habe viel verpasst und geopfert an Zeit natürlich. Ja. Ja, ich empfinde es auch nicht so, dass ich mir jetzt irgendwie denke, ach da ja, die P16-Party damals im Musikpark in Dresden, Mensch, hättest du ja mitgenommen. Ja, was ein Scheiß. Nee, aber natürlich ist das so dann... In dem Moment, ne, man nimmt sich ja auch ein bisschen raus aus dem sozialen Gefüge und aus dem kompletten Circle, aus der Peer Group, sage ich mal. Natürlich ist das dann irgendwann so, das war auch dann, oder jetzt auch noch, jetzt mit dem Thema ist dann so teilweise, dass ich das Gefühl habe von, weißt du, wir brauchen Paddy gar nicht fragen, weil der sagt sowieso nein, so, weißt du? Ja, und dann, genau dasselbe bei mir. Dann, ich verstehe das. Mhm. In Teilen hätte ich mir da trotzdem immer gewünscht, gebt mir doch wenigstens dieses Signal von, ihr denkt an mich wertschätzend und ihr fragt trotzdem nach. Ja. So, und das kenne ich auch, ja. Natürlich ist es dann auch unsere Aufgabe, dann an einer Freundschaft zu arbeiten, so ist das gar nicht die Frage, aber ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. So. Ja, wobei, ja, und dann eben. In dieser Zeit, wo ich mein Basketball eigentlich, wo ich es gar nicht vermisst habe, war das Einzige, was ich mich manchmal gefragt habe, so, habe ich die letzten 2 Jahre eben mit der Bundesliga, wo mir auch meine Knie so wehgetan haben, wo ich da... Du hast schon unter Schmerzen gespielt? Ja, ich habe auch vor allem am Ende prophylaktisch die ganze Zeit Schmerzmittel genommen. Riesenthema im Sport, Schmerzmittelmissbrauch, passiert überall. In was für Größenordnungen? Naja, du nimmst halt eben mal, also beim Training habe ich es nie gemacht, weil da war mir, wenn ich nicht Vollgas geben kann, weil meine Knie wehtun, da, nee, aber halt beim Matchday, du weißt, egal wie du dich fühlst, du nimmst deine und dann natürlich... Davor hast du die schon genommen? Ja, auf der Zeit, bis sie wirkt.
Ja. Und dann nimmst du halt noch, gewöhnt sich dein Körper dran, dann hast du mal ein Match, wo du eigentlich welche genommen hast, aber trotzdem Ding, dann wird es halt eine zweite und das ist halt gang und gäbe. Also da bin ich kein Einzelfall, das siehst du in jedem Team, das siehst du auf jedem Level. Das ist gang und gäbe. Ich meine, ja, bestes Beispiel eben Fußball, da hat also auf Profiniveau, du siehst irgendwo einer, wo einer mit Vollsprint den Kopf mit einem zusammenkracht und dann, weiß nicht, hat er so eine Platzwunde, sie tackern seinen Kopf zu und 10 Minuten später spielt er wieder. Das ist ja. Oder was, ja, oder ich meine, ne, jetzt vor ein paar Wochen war es Super Bowl. Ja. Pat Mahomes. Ja. Eh. Und da geht es nicht um Schmerzmittel. Die haben den 3-4 Spritzen reingeprügelt in den Knöchel und drum. Und dann geht es nicht. Aber natürlich, ich kann es nachvollziehen, wie er sich fühlt oder wie du dich auch fühlst, weil die Bühne ist erstmal egal, wie groß dann die Stage ist. Aber es ist halt trotzdem dieses, fuck it, ich perform das jetzt hier. Ja, eh. Genau. Also ich perform das jetzt für mich. Darauf habe ich hingearbeitet, aber auch für das Team und für und auch für alle, die sagen oder immer gesagt haben, aus dem wird nichts. Ja. Und für die alle machst du es dann. Was völlig abstrus ist, aber. Es ist. Und das war. Und genau deswegen habe ich mich dann halt eben in dieser Zeit, wo mein Basketball nicht abgegangen ist, mich dann gefragt: So, hast du jetzt diese letzten 2 Jahre es einfach nur gemacht, weil es dein Jugendtraum war? Und weil du dir gedacht hast: Hey, ich habe jetzt schon so viel Zeit rein investiert, ich muss jetzt weitermachen? Also die Fragen waren in meinem Kopf. Habe ich eigentlich mir nie wirklich durchgedacht, habe ich mir nie beantwortet, sondern halt einfach weitergelebt. Und dann, ja, alles Mögliche, ein wildes Jahr. Hast du dann inzwischen eine Antwort gefunden? Ja, also ich hab's dann, also es ging dann eben weiter, es war dann eben 2021, Herbst, Winter, Frühling 2022 und einfach halt, ja, wildes Jahr einfach irgendwie gelebt. Und dann kam halt Sommer, der letzte Sommer und ich war einen Freund in Griechenland besuchen und ich habe halt schon wirklich kniemäßig habe ich gearbeitet, einfach Muskelaufbau und alles, dass das hinhaut, weil das war schon noch das Ziel, aber ich hatte Basketball jetzt nicht so auf meinem Radar. Also schon irgendwo eben so diese Uniliga, so in der Peripherie. In der Peripherie, so, aber es war nicht so das Ding. Und dann war ich halt bei diesem Freund in Griechenland und da war halt ein wunderschöner Freiplatz direkt an der Küste. Und er hat halt gespielt und ich war halt so, ja komm, ich komme mit, ich bin auf der Seite, mache vielleicht ein paar Dribbelübungen, aber ich werde nicht spielen wegen meinen Knien. Und dann nimmst halt mal, und das war halt wirklich das erste Mal, dass ich einen Ball in der Hand hatte, seitdem ich aufgehört habe, vor 1,5 Jahren. Ich hatte nie einen Ball in der Hand. Du hast nie auch mal einmal irgendwie hier auf dem Street Court gezockt oder sowas? Nee, nie. Ich hatte nicht den Drang dazu, das hat mich ein bisschen verunsichert, weil ich ja davor so das gelebt habe, aber zum anderen hatte ich halt auch immer dieses bisschen diesen Abstand, weil es ist halt eben Profi-Dasein oder halt eben jeden Tag trainieren, manchmal sogar 2-mal am Tag trainieren, eben dann Schmerzen, Schmerzmittel, diese Aspekte, die hast du auch immer dabei, dann eben Drucksituationen, nervös sein, ist ja auch viel beim Profi-Dasein, was halt richtig stressig ist und von dem hatte ich halt einfach genug. Und ich das war Reisen, einfach, sind ja auch überall hingefahren logischerweise. Genau, und vor allem eben das Reisen, es ist jetzt nicht so, dass du jetzt mal ein geiles Auswärtsspiel hast in Istanbul und Barcelona, sondern du fährst halt mit dem Bus 3 Stunden zusammengepfercht mit einem Minibus, weil der Verein halt budgetär auch am Limit ist, Minibus zusammengepfercht quer durch Österreich. Aber wie ist das in Österreich, wenn euer Meister qualifiziert, mein Gott, für uns alle die 8. Stunde, qualifiziert der sich für den Europe Cup oder für irgendein internationales Geschäft oder wie ist das? Jetzt werde ich ein bisschen exposed. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht so genau, weil es ist halt auch die in Europa die Basketball-Situation ist. Es gibt halt, ich finde es wild, ganz ehrlich. Ich finde, weil da hat ja jeder also es gibt ja Europe Cup, Euro Cup, die Champions League. Es gibt die 2 großen Players sind die ULEP. Ich hoffe, das ist die Euroleague macht. Und die FIBA. Die Äquivalent zur FIFA ist. Und ich finde es grundsätzlich gut, dass es 2 unterschiedliche gibt, weil im Fußball hast du die FIFA und halt dann die UEFA und so, die ja fette Monopolstellungen haben, das fett ausnützen. Dort finde ich es grundsätzlich gut, du sagst, Markt, freier Markt, da gibt es rivalisierende Sachen, aber es ist halt dann einfach so konfus, weil es gibt so viele unterschiedliche Ligen, die ganze Zeit dieser Kampf.
Nee, wie gesagt, es gibt ja drei Stück. Also es hat drei. Ja. Du hast ja, wie ich weiß, in Deutschland qualifizieren sich, die ersten 7, 8 Teams. Ja. Für die Champions League oder den Euro Cup oder den Europe Cup. Genau, und ich hau die zwei immer so zusammen. Das ist eigentlich so peinlich. Eigentlich, aber ja, für dich, ja. Ja. Ich war mal Sportjournalist. aber ich weiß, was du meinst. Aber also es ist in Österreich so der Meister. Ich weiß nicht, es ist auch so, der Meister muss dann nicht einmal, weil wenn sich für den Meister budgetär nicht auszahlt, dann es gab Jahre, wo der dann nicht angetreten ist, sondern dann hat der Vizemeister es angetreten. Es gibt ja die FIBA Champions League. Gibt es auch noch? Ja, ja. Stimmt, und das ist ja die vierthöchste. Nein, die FIBA Champions League, die wurde irgendwann eingeführt. Das war von der FIBA das Projekt, um sozusagen die Euroleague abzulösen als höchstes Krachen Ding. Krachen gescheitert. Ja, stimmt, es gibt ja vier. Du hast ja Champions League, gibt es ja auch noch. Ja. Und dort, ja, oder ist es, aber nein, es ist nicht, ich weiß nicht, oder ist es Euro, ich bin so verwirrt. Aber es gibt eine, da startet immer der österreichische Meister in der Qualifikation, scheitert meistens, so ehrlich muss man sagen, in der ersten Runde und dann steigen sie um in den untersten von diesen Levels. Also Euro oder Europe oder whatever, you will know. Aber ja, da sind wir eigentlich auch schon mit dem Thema, warum ist eben die NBA dann auch so viel erfolgreicher und auch wenn der europäische Basketball, weil wie ich schon vorher gesagt habe, NBA, das ist sehr viel Fans, sehr viel Show. Der europäische Basketball ist von dem Basketball an sich, von diesem Team-Basketball, von diesem Basketball als fast schon als Wissenschaft, sich zu überlegen, wie kann ich da am effektivsten, am besten spielen? Wie kann ich da eben dieses 5 gegen 5, ist der, würde ich sagen, der beste Basketball. Aber eben, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum es halt einfach nicht so funktioniert, vermarktungstechnisch, weil halt eben, ich bin Ex-Profi-Basketballer und ich meine, ich könnte mich mehr dafür interessieren und mich besser auskennen, aber nicht, weil ich kenne mich aus, genau was und ja. Alles aber ich meine, du willst ja auch zurück, ne? Das ist ja, wir haben ja darüber gesprochen, also du hast jetzt schon wieder das Blut geleckt, du warst auf diesem Court in Griechenland. Genau, und dort eben, du hast den Ball in der Hand und ich mache einfach so einen Wurf und ich merke so, ich habe 1,5 Jahre nicht gespielt und der Wurf fühlt sich genau gleich an, als hätte ich gestern trainiert. Da merkst du einfach so dieses, du hast halt irgendwo diese hunderttausenden Wiederholungen drinnen und die kriegst du nicht mehr raus. Ich kann mich erinnern, als ich jung war und einmal 2 Wochen kein Basketball gespielt habe und dann bin ich wieder in die Halle gekommen und es hat sich komisch angefühlt, der Ball in der Hand. Aber jetzt 1,5 Jahre nicht gespielt und ich habe den Ball in der Hand und ich habe dann schon gemerkt, so ein paar Bewegungsabläufe sind ein bisschen noch hölzern oder sind nicht so, klicken nicht so. Ja, der Flow ist nicht da, aber es war grundsätzlich, und das war verrückt, oder eben, wir haben dann Pickup gespielt, 3 gegen 3. Eigentlich, eben, ich wollte eigentlich nicht, weil es für meine Knie zu ding, aber ich konnte nicht widerstehen. Ich habe halt probiert, nicht zu laufen, nicht zu springen, sondern nur im Gehen zu spielen. Und ich habe mit diesem einen Freund von mir zusammengespielt und der hat halt auch eben ist nicht nur Streetballer, sondern hat halt auch so eine gewisse Grundausbildung basketballerisch. Und es ist halt so ein typisches Move, eine typische Bewegung, eher spielt 1 gegen 1, geht zur Grundlinie und ich bin und da ist der Korb und ich bin auf der anderen Seite und ich steige einfach so in die Mitte rein und er spielt mir, und ich mache das, ich denke nicht nach, ich mache es von ganz allein und er spielt mir einfach, mein Verteidiger hilft, er spielt mir den Pass, zack, ich habe den Korbleger und ich habe das gemacht und war so, und es war nicht das Gefühl, wie der Ball durchs Netz geht, es war einfach dieses, er geht und ich reagiere automatisch sofort und ich war so, boah, ey. Alles noch drin. Und da habe ich dann gemerkt, so, und da war ich dann so, nein, ich habe die letzten Jahre nicht Basketball gespielt, einfach nur, weil ich diesen Traum als Teenager hatte und ich mich gezwungen gefühlt habe, das weiterzufolgen, sondern nein, ich habe es gespielt, weil ich liebe einfach diese Sportart, dieses, wenn du als Teamgefüge funktioniert, dieses Reagieren, Lesen, ja, geil. Das war richtig ein geiles Gefühl. Und dann war für mich klar, okay, Uniliga als Ding, auch als Schritt, als Comeback-Schritt, um die Intensität zu steigern, weil eben, wenn du 1,5 Jahre, ich habe zwar schon noch Sport gemacht und nicht mehr Basketball spielst, musst dich da wieder rantasten, vor allem auf Bundesliga-Niveau. Da. Also eben, österreichische Bundesliga ist jetzt nicht die beste Basketball-Liga, aber da rennen halt vor allem auf meiner Position Typen, die sind 2,5 Meter groß und wiegen 103 Kilo und gegen die muss ich verteidigen, und unterm Korb rumschieben, das ist halt eine wahnsinnige Belastung und da muss man sich rantasten. Ich habe gerade an Rumschmusen denken müssen. Wir hatten gestern den Fall, kurzer Einschub an der Stelle, wir hatten gestern den Fall, dass
Wir haben über unser Datingleben gesprochen. Also quasi über gar nichts. Und es gibt halt einfach so Wörter, ne, wo so ein bisschen Unterschied da ist zwischen Österreichisch und Deutsch natürlich. Und das kann dann für Verwirrung und sorgen. Und das ist, wir haben uns, guck mich gestern an, wie, was ist so, ich so, ja. Also weil er so, er sagte so, ja, ich war im Club und habe Mädel kennengelernt und das war voll süß und das ist auch alles cool. Und da haben wir rumgeschmust und ich war so wie, ja, rumschmusen, ich so... Es ist ja, wenn ich eine Katze auf der Straße treffe, dann schmuse ich auch mit der rum. Ja, da bin ich so, ey. Und der oder so, hey, wow, das kannst du hier in Österreich nicht so laut sagen. Ich so, warum? Ja, weil rumschmusen ist halt rummachen. Also ja, deswegen ja. War ich gerade so am rumschieben, okay. Ja, nee, ja. Aber rumschmusen, Alter, das ist geil. Das ist, wir hatten vorhin auch Boah, ey. Hat er hast du irgendwie einer Freundin geschrieben. Und, ja, und vor allem seitdem du da bist, habe ich das übernommen. Und wenn irgendwas ist... Vorher haue ich mir den Kopf im Bad an und ich bin so, boah, ey. Und du kannst das, also wenn du das in Österreich sagst, die Leute lachen dich aus und bist so, was ist los mit dir? Bist du jetzt Deutscher oder was soll das? Hör auf mit dem Scheiß. So. Heute ja. Abend ist auf einer Hausparty. Ich hoffe, er kriegt ein paar aufs Maul deswegen direkt. Na, vor allem, sag ich so oft, boah, ey? Naja, jetzt nicht die ganze Zeit, aber es ist halt für mich so... Was sagst du denn, wenn du dir einen Kopf anrennst? Meistens gescheißen. Ja. Oder Scheißdreck. Ja, okay, ja, ja gut. Ja. Boah, ey, das ist krass, das ist Scheiß. Ja. Das ist schön. Nee, aber sorry, aber das ist ja geil. Ja, voll. Wir waren ja eigentlich beim Basketball am. Ja, und deswegen, da war dann halt eben an diesem Court in Griechenland, war eigentlich bei mir der Gedanke, so, okay, langfristig, ich will einfach wieder aufs Bundesliga-Niveau, weil das. Wo ich sage, realistisch das höchste Niveau, auf dem ich spielen kann. Und eben für mich ist wichtiger, lieber auf einem hohen Niveau eine kleinere Rolle zu haben. Aber dafür halt eben Basketball, weil ich genau gemeint, was ich gemeint habe, diese Movements, das ist das, was es mir gibt. Es ist nicht dieses, dass ich jetzt rausgehe und der große Star bin und 15 oder 50 Würfe nehmen und mich alle abfeiern, sondern es ist einfach, was ich so liebe. Aber es ist trotzdem auch schon geil, sagen zu können, ich bin Bundesliga-Profi, oder? Das, also ich meine, sowieso, aber eben... Ich finde es einfach im Bundesliga, wenn du dann mal in einem Team bist und wenn du, da hast du einfach lauter Leute, die genauso da viel reingearbeitet haben wie du. Und die, also ich habe vorher gemeint, eben Spielintelligenz ist meine Stärke, aber das heißt, aber auch alle anderen sind sehr spielintelligent, weil ja. Sonst hätten sie es nicht auf dieses Level geschafft und das Gefühl will ich eigentlich wieder haben. Und ja, deswegen. Auf der anderen Seite, jetzt habt ihr bald Finals in der College-Gruppe. Ja. Und es macht sich ja schon nicht schlecht, auf einer Aftershow-Party so MVP zu sein, ne? Ja, das macht sich sicher nicht schlecht. Jetzt stammelt er so tief, ey. Jetzt stammelt er so tief. Ja. Das macht sich sicher nicht schlecht. Weiß ich nicht, wenn... Wenn die Folge online kommt. Ich weiß, ja. heute ist der 24.02. Aufnahmedatum. Vielleicht nächste Woche, übernächste mal gucken. Wann habt ihr Finale? 11.03. Am 11.03. Das ist was von Wochentag und Samstag? Ja. Also wenn du es dir vor online stellen kannst und die ACSL, also das ist die College-Liga organisiert, wenn ihr das seht, so, ich würde mich nicht beschweren, wenn ihr mir den MVP-Titel gebt, nur für die After-Show-Party, dass ich es dann halt sagen kann. Also am nächsten Tag gebe ich ihn auch wieder zurück. Verstehst du, das ist so, reden wir mal über Dating-Strategien, ja. Ja, ich bin MVP und dann muss das einfach reichen, ne? Ja. Bei Georg Gentner. Ja. Ja, dann gucken wir mal gucken, Mann, da müsst ihr eigentlich hinhauen. Spektakulär. Ich habe mir natürlich, wie immer, ihr wisst Bescheid, wenn ihr das jetzt hört, dann ist es ja online logischerweise, aber ja. Jetzt noch keine großen Gedanken gemacht. Ich habe viele coole Folgen in der Pipeline, aber dann wird die, sag ich mal, so im Finalmilieu stattfinden. Willst du dich hier hinreißen lassen zu einer Prognose? Aber dann eigentlich wäre es ja geil, wenn ich es am 12. März hochlade. Das stimmt. Also Prognose ist, wir werden es gewinnen. Wir sind auch die Favoriten und wir sind und das aber beste Team. Das ist auch geil, sich hinsetzen und das zu sagen. Ja, und das ist was, worüber wir gestern viel geredet haben. So, du kannst, wenn Leute hingehen und sagen, so eben, wenn ich jetzt hingehe und sage, wir werden das gewinnen und ich sage auch, wir sollten eigentlich auch beide Spiele, es sollte nicht knapp werden, also es sollte nicht darauf hinauslaufen, dass wir in der letzten Sekunde eine Heldenleistung brauchen, sondern wir sollten das ganz klar, straightforward gewinnen. Ist es dein Anspruch, weil du der Einzige bist, der so viel Bundesliga gespielt hat, oder ist das schon auch im Team ganz klar die Grundeinstellung bei euch?
glaube, im Team ist die Grundeinstellung auf jeden Fall da. Also es ist halt bei mir wahrscheinlich, und das merke ich halt auch im Training, wenn ich mal frustriert bin, und dann muss ich mich auch selber bei der Nase nehmen, dass ich nicht übertreibe, weil eben ich habe einen ganz anderen Background als die anderen. Und die anderen arbeiten auch, geben auch ihr Bestes, aber sie haben halt einen anderen Background. Also könnte ich da jetzt mit hinkommen? Also nach dem Motto, ich habe Bock auf Basketball zocken und ihr guckt, ob das also halbwegs passt? Mittlerweile ist schon großes Interesse da. Und vor allem die Uni Wien ist die größte Uni Österreichs. Oder halt, ja. Und dann gibt es halt einfach am Anfang der Saison gibt es einen... wie heißt das? So Tryouts? Ganz genau. Ja, Tryouts, Open Gym. Ja, ja. Und dann wählen sie halt aus. Also ich war halt auch dort. Sie haben alles verwichst. Einer vom Team hat mich halt davor angerufen und war so, ey, Georg, wir wissen, dass du ins Team kommst. Also du musst nicht kommen. Aber ich war so, ich wollte halt eigentlich hin, weil ich habe es halt einfach schon kniemäßig, ich verfolge die ganze Zeit einen Trainingsplan und teile mir genau meine Intensitäten ein, damit ich das halt... Auch mit dem Coach hast du gesagt, ne? Du hast dann... Ich habe einen eigenen Athletik, also nicht, also er trainiert mehrere, halt auch... Aber für dich halt, ja, im Sinne genau. Von, ja, ja, ja. Und da hatte ich halt einfach dieses Datum von diesem Tryout im Kopf und dann war ich so, nee, ich will da schon hin und das ist auch für mich ein Schritt, eben wieder jetzt mal Basketball zu testen, nach diesem einen Erlebnis da damals in Griechenland, weil das war halt ein... im August und dann das Tryout war im Oktober, also dazwischen habe ich auch nicht Basketball gespielt, aber jedenfalls, da waren sicher über 60 Leute, das war verrückt, also das war ein Basketballfeld mit über 60 Leuten, das war und boah, krass. Ja, und da habe ich halt ein bisschen gespielt, aber eben schlussendlich sind dann reingekommen von dem Tryout damals, ich weiß es nicht, Größenordnung 5, 6, 7, 8 und nochmal so viele waren halt von den letzten Jahren schon dabei, also eben normaler großer Kader, wenn ihr ja, 12, ja. 14, 18, ja, 16 Leute seid. Genau, ja. Ja, also es ist eben mittlerweile auch, also nicht mehr so, dass einfach jeder ein Basketballanfänger hingehen kann und sagen kann, ja, ich bin jetzt dabei. Nee. Also schon. Aber eben, wir waren bei dem Thema Prognose, wir waren bei dem Thema, eben weil du hast mich auch, das sind wir jetzt abgeschnitten, du hast mich gefragt, ist das halt auch der Anspruch bei euch im Team oder so? Ja, also auf jeden Fall. Und bei mir halt sicher auch noch am meisten, weil ich halt einfach auch, ich weiß ja eben, wenn ich jetzt hier sitze und erzähle von meiner Bundesliga-Vergangenheit und dass ich jetzt da in der Uniliga spiele und ich auch sage, eben auch ich vorher die Uniliga sehr gelobt habe für ihre Fanerlebnis, gesagt habe, Basketball, also das Basketballerisch hält's nicht mit dem Fanerlebnis, was jetzt nicht unbedingt, was keine Beleidigung sein muss, es ist eher ein Kompliment, wie gut das Fanerlebnis ist. Ist natürlich, wenn ich das sage, kommt er natürlich mit einher, eben, ich bin ehemaliger Bundesligaspieler, ich muss dort eigentlich fast schon zerstören und das ist halt natürlich auch eben ein gewisser Druck dann, den man sich dann natürlich macht, weil man möchte nicht einer sein, der nur groß redet und deswegen ist halt für mich halt dann auch doch ein sehr, sehr, sehr großer Ehrgeiz da, das wirklich dann eben die Finals da wirklich zu gewinnen. Es ist halt wie, na, das ist halt... Einer meiner besten Freunde ist halt Profifußballer und immer so auf der Grenze zwischen dritter Liga, vierter Liga gewesen. So, ja. Ne? Und es kann so einer Seite oder auch ein anderer Kumpel auch spielt dritte Liga viel und jetzt kannst du noch so oft sagen, ey, Regionalliga, voll cool und die vierte in Deutschland und die läuft ja trotzdem schon semi-professionell und da sind viele Berufsfußballer mit dabei und so und das ist großartig. Ja, das stimmt schon, aber wenn du einmal selbst in der dritten Liga gespielt hast oder so gegen Kaiserslautern auf dem Betzenberg vor 50.000, 40.000, 45.000 oder whatever, du willst es wieder haben. Ja, ja. Und bei dir ist es halt so dieses, natürlich dieses, du lebst ja auch noch, oder also du lebst du noch diese Profi-Selbstverständlichkeit? Und ich meine, ich habe das Gefühl, rein jetzt von meinem Gefühl. Ja. Natürlich, du hast jetzt die Scheiße am Knie, sage ich mal, und alles Mögliche, aber du hast einen eigenen Athletik-Coach oder einen Athletik-Coach. Ne? Du warst gestern, ist kein Scheiß, jetzt nicht gestellt oder so, nicht gestaged. Du warst gestern bei der Physio eine Stunde, als ich in Wien unterwegs war. Also du machst ja Physio, du machst ja Arzt, du ernährst dich extrem gesund. So. Ich war, bevor du um 11.40 Uhr angekommen bist, noch im Gym davor. Na, du warst noch im Gym davor, so, weil du wusstest, okay, jetzt bin ich hier dabbel und nerve. Ich will selbst wieder ins Gym. Morgen. Ja. Ne, das sind ja alles so Sachen,
das ist ja auch ein Profi-Mindset, was einfach noch da ist. Raus. Und ich muss auch sagen, so eben, auch wenn mich meine Leute oder wenn mich meine Eltern von meinen Eltern sind, nicht haben, keine, also ich bin kein Kind von Sportlern, also meine Eltern bewegen sich schon und wandern, ja, whatever, aber also ja keine Profisportfamilie einfach. Ja. Aber und wenn sie dann mich eben fragen oder halt eben beeindruckt sind, wie ich das mache oder wie ich halt einfach jeden Tag Sport mache, für mich, ich bin halt, eben, du hast das halt so drin, für mich ist Sport machen gehen am Tag, das ist wie Zähneputzen, so. Ich mache es halt einfach. Ja. So. Ja. Und auch wenn ich geschildert habe, so dieses, diese Zeit, gerade eben nachdem wir uns kennengelernt haben, wo nachdem die, also das hat nichts damit zu tun, dass wir uns kennengelernt haben, nachdem die Trennung, die davor war, wo ich eben schon vorher gemeint habe, ja, war. Ja, an meiner bist du schuld, aber ja, das wollte ich schon nicht, das wollte ich dir eigentlich off-cam sagen, aber. wo ich gemeint habe, das war halt eine wilde Zeit und das war halt auch für mich, oder ist manchmal noch immer psychisch eine schwierige Zeit immer wieder für mich. Jetzt Basketball hilft mir sehr viel. Das war ist halt, ein, sorry, ich unterbreche, ja, ich da auch Redebedarf, sorry. Ja. Nein, aber genau das, ne, ist dieses, ist bei mir auch nach wie vor noch so, dass mich das Thema beschäftigt oder halt sie in Speziellen so, das ist einfach nach wie vor so. Ja. Und keine Ahnung. Und da ist Sport so wichtig. Es ist so wichtig und ich muss also es ist... Also dieses Kopf ausknipsen und sich einfach zuladen im Gym teilweise, wirklich, und ich bin da so wirklich auch teilweise oder oft nachts trainiere, Hoodie ins Gesicht ziehen. Ja. Tust das vom Hell ins Ohr, Schaum vom Mund und gib ihm einfach, bis dir eine Ader im Auge platzt, wirklich so. Ja. Also bei mir war, also eben, kann man ja so sagen, also ich hatte wirklich manchmal einfach richtig scheiß Woche, richtig scheiß Monat, wo ich halt dann einfach nur daheim war, nur rumgelegen bin, mich für die Uni viel zu wenig gemacht, also fast gar nichts gemacht, dann habe ich ganz ein bisschen was gemacht, dann habe ich mich wieder scheiße gefühlt. Und, aber ich war eigentlich so fast jeden Tag war ich im Gym oder habe Sport gemacht, weil das so in mir drin war und ich konnte mich für nichts motivieren oder für sehr, sehr wenig in meinem Leben motivieren, aber das war einfach da. Ich musste mich dazu nicht motivieren, weil eben genauso Zähne putzen, das ist so eine Selbstverständlichkeit. Macht so hoffentlich. Und genauso war es halt für mich so, okay, irgendwann am Tag, total. Das hast du eben gestern auch immer gemeint, so, und selbst wenn es 22.30 Uhr ist, dann geht man du halt... Du kannst es rausschieben, auch wenn du keinen Bock hast, die Disziplin, du gehst sowieso, du weißt, du gehst sowieso. Und das ist dann halt einfach eben und ja, wenn ich, also ich bin... Manchmal, wenn es mir schlecht geht, dann kann ich wirklich sehr extrem sein und dann bin ich am Weg zum Gym mir die Augen ausgeheult, am Weg zurück, aber im Gym bist du halt einfach eineinhalb Stunden, manchmal vielleicht driftest du in den Satzpausen gedanklich ab, aber dann kommt wieder der nächste Satz und du machst einfach. Und du ziehst daraus noch Kraft, weil du bist so in einem es ist halt einfach, abgewichsten Kriegermodus unterwegs. Ja, es ist einfach, Ah, ich fühle es komplett, ne? Ja. Also ich, also jetzt, ne, das ist halt wirklich, das war echt schon eine dunkle Zeit damals. Und wir haben ja drüber gesprochen, sag ich mal, das ist ja nach wie vor auch so ein Arbeitsthema bei uns beiden. Nicht nur das, aber halt auch unter anderem. Mhm. Ich finde es halt wichtig immer, dass man da halt, sag ich mal, so diese Kraft rauszieht, einfach was zu machen. Also meine Trennung zum Beispiel. Also ja, können natürlich Leute sagen, gut, du warst dann ein Dreivierteljahr später, warst du schwerst depressiv mit einem Burnout und Therapie. Mhm. Ja. Ist ja super gelöst, das Ganze. Und ich sage, beschissen, mit Gedanken, die nicht sein sollten, so, ne, mit, haben wir gestern gehabt, oder wenn das Auto mich erwischt, dann ist es halt jetzt so. Ja, ja. Komma, aber lieber so, und ich habe einen Podcast aus dem Boden gestampft, ich habe Grundlagen gelegt für so viel Scheißdreck, wo ich jetzt sage, danke, dass ich mich, klingt abstrus, aber danke, dass ich mich totgearbeitet habe fast. Es ist besser, als ich hätte Chips fressend auf der Couch gesessen ein Dreivierteljahr und hätte zugenommen, hätte nichts gemacht und hätte diese ganze negative Energie quasi nicht in irgendwas Substanzielles gesteckt. Natürlich vollkommenst ungesund und völligst außerhalb jeder Machbarkeit, aber gesehen trotzdem was. Ja, also das ist auch für mich, wenn, und das eben, das hat halt jeder, also das ist wirklich jeder, da muss es nicht einmal einen richtig scheiße gehen, aber manchmal hat man halt einfach
zumindest nur einen Scheißtag. Oder manchmal hat man halt auch 20 Scheißtage in Folge. Aber man hat zumindest mal, jeder kennt das Gefühl, wenn man einen, auf jeden Fall. Und da hatte ich halt, für mich war dann halt auch immer so dieser, ein Motivationsschub oder irgendwas, dann doch noch was zu machen, immer dieser Gedanke, okay, und das knüpft an dem an, was du gerade gesagt hast, so, okay, eigentlich habe ich gerade null Bock auf das alles, aber diesen Mini-Rest-Optimismus habe ich, dass es irgendwann in der fernen, fernen Zukunft wird es mir besser gehen, werde ich Optimist, werde ich Ding. Und dann bin ich froh, dass ich diese Zeit, wo es mir nicht gut ging, nicht nur Chips fressen verbracht habe, genau, sondern irgendwas genau halt erledigt habe. Und eben jetzt, wo ich jetzt dieses Ding habe mit Basketball, wo ich diesen Drive auch wieder habe, auch mit diesem Goal, ich will eigentlich wieder Bundesliga spielen. Ich bin halt froh, dass ich in diesen eineinhalb Jahren, wo ich nicht Basketball gespielt habe, zumindest im Gym war, an meinen Beinmuskulatur für meine Knie gearbeitet habe, oberkörpermäßig gearbeitet habe, dass ich körperlich halt fit bin. Und das hilft mir jetzt, weil wenn ich jetzt auch noch mich körperlich wieder in eine Shape bringen müsste und nicht nur basketballerisch, wäre das so viel schwerer. Und ist so. Ja. Und deswegen rückblickend macht das alles auf eine komplett komische Art und Weise immer Sinn. Mhm. Das ist ja das Schöne an der ganzen Scheiße hier, dass wir das Ding vorwärts leben, aber rückwärts verstehen. Boah, der war was so, der war... Da können wir eigentlich auch direkt... Eigentlich können wir auch fertig machen. Da, also, ich muss mich mal... Ah. Der war jetzt so... Ja. Mama, der war jetzt für dich. Das war jetzt... Ja. Nee, aber es ist halt genau das, so weißt du, so rückblickend. Natürlich, das ist... heißt nicht, dass es immer einfacher ist und dass es nicht auch Phasen gibt, wo man wieder so, ich habe sie gestern gesagt, ne, wenn man so irgendwie gewisse Situationen hat oder gewisse Automarken oder whatever, gewisse Dinge, die einen einfach erinnern an Menschen an, oder an verstorbene Familienmitglieder, an verschiedene Sachen, wo man immer noch merkt, dass es immer noch in einem arbeitet und dass man das immer noch irgendwo so zusammenbasteln muss, dass man damit auch peaceful mal abschließen kann irgendwann, in 35 Jahren hoffentlich. Das ist halt dann so, ja, es ist bored. Ich sag immer, es ist wie eine Schelle. Ja. Aber die Schelle ist besser, weil die Schelle ist so awakening, weißt du? Du bist dann so wach. Weil davor, also in dem Dreivierteljahr, wo das bei mir, oder dann auch ab der Depression, das war dann nicht so eine Schelle, die mal wehtat und dann, sondern das war so wie so ein Stein im Schuh. Ja. Weißt du, wie ich meine? Auch wenn ich. Und das ist dann, das tut nicht jeden Tag so brutal ultra weh, ja, aber über zwei Jahre bohrt sich das rein und das bohrt sich rein und das ist immer da und du merkst diesen Stein im Schuh jeden Tag. Ja. Du hast nie diesen extremen Schmerz vielleicht mehr nach einem halben Jahr oder sowas. Ja. Aber es ist, du kommst nicht vorwärts, ohne dass es wehtut. Und das ist... Ich muss auch eben sagen, das habe ich auch eben gestern Abend, als wir geplaudert haben, viel erwähnt. Also eben derzeit... Ja, Mike, geplaudert haben wir. Die letzten Wochen oder Monate, und das hat richtig viel mit Basketball zu tun, läuft es halt eben für mich auch besser mit allem, also bin ich optimistischer und so. Aber eben dann habe ich es halt noch immer so... Es war sicher noch irgendwann die Woche oder ein paar Tage wird es her sein, dass ich einfach mal irgendwas habe, irgendwas Schlechtes läuft und dann dreht sich im Kopf meine Spirale und dann denke ich mir so, boah, ey, früher war mein Leben viel besser und dann fange ich komplett zum Heulen an, heul mir die Augen aus, hasse mich selber. So schlimm, ja? Ja, aber das ist mir lieber, weil das ist halt dann kurz und schlimm und dann in den Momenten habe ich dann auch sehr ehrliche Gedanken zu mir selber, wo ich dann eben auch merke, so eben, Insecurities, Unzufriedenheit mit mir selber, bla bla bla, weil ich mir dann offen und ehrlich bin, als eben Zeiten, die ich vor einem Jahr hatte, wo ich wochenlang die meiste Zeit nur im Bett liege, mich nur schlecht fühle, aber nicht konkret schlecht, halt eben auch nicht, eigentlich auch nicht viel weine, also nicht weinen ist ja immer so ein Symptom für es geht einem schlecht, aber Das kann auch extrem befreiend sein. Genau, und das ist es. Das habe ich halt jetzt. Jetzt ist es halt auch viel mehr befreiend. So genau, und da hatte ich, wenn ich da zurückdenke, einfach Phasen,
da habe ich sau wenig geweint, aber es ging mir halt 2 Wochen eben wie dieser Stein im Schuh und den ganzen Tag eigentlich nur mies, bis auf halt eben diese paar Sachen, wenn man halt ins Gym geht, weil es halt ein Automatismus ist und deswegen, ja. Das, ja. Es ist halt, Weinen ist eine Emotion und bei mir, du hast ja so gesagt, ne, bei dir waren das so 3-4 Tage nach der Trennung, dann haben wir uns im Flixbus getroffen und bei mir war das ein bisschen länger, aber ab dann war halt so, was noch viel schlimmer ist, also was ich jetzt auch weiß, einfach, ne, dann durch den Burnout so dieses, da sind dann gar keine Emotionen mehr. Ja. Und dann weinst du nicht, ja, aber du lachst auch nicht. Ja. Und das ist viel, viel schlimmer. Ja. Und das ist, entschuldige, aber das ist wirklich, also dann, egal, ob das meine besten Freunde waren, die da waren, ob das meine Familie waren, die versucht haben, irgendeine Emotion zu kreieren. Ich habe viel fake gelacht und aber du bist so völlig, völlig, das ist mir eigentlich alles scheißegal. Und das willst du nicht, weil du sitzt bei deiner Familie und die wissen, wie es dir geht. Ich habe immer alles offen kommuniziert, so, aber und du sitzt so da und du schämst dich auch nicht, weil auch Scham ist ein Gefühl, aber du weißt rational, ey, das tut mir leid, ich fühle es zwar nicht, dass es mir gerade leid tut, aber es tut mir so leid, weil eigentlich sollten doch die Menschen mir hier gerade nicht egal sein, aber es ist alles so, und das kann man nicht beschreiben, wenn man es nicht erlebt hat, es ist alles so dermaßen belanglos und deswegen, also ich würde Heulen auch immer vorziehen, wenn ich irgendwie heule wegen irgendwas mal oder so, dann weiß ich, ey, es ist alles gut, weil ich weiß, wie es ist, wenn du dann da sitzt und du nur noch sagst. Ja. Ja, und ja, eben bei mir war es eben die Story-Trennung-Ding, dann treffen wir uns im Flixbus und dann eben mit diesem Mindset, was ich vorher geschildert habe, ja, fuck it, ich fahre jetzt einfach nach Schweden, dieses Mindset hatte ich lange einfach so, okay, ich mache jetzt einfach mein Ding, ich bin jetzt eben, weil was halt bei mir zu dieser Zeit war, es waren halt für mich einfach, mein Leben hat sich, das hat dankenswerterweise eine sehr gute Freundin von mir mal so klipp und klar gesagt, weil ich es mir selber eigentlich nie eingestanden habe. Es hat sich einfach in einem halben Jahr mein Leben um 180 Grad gedreht. Mein Leben war ausgerichtet, Basketball, Profi, 1 bis 2 Mal am Tag Training, in den Zwischenzeiten ein bisschen was fürs Studium machen, das voranbringen und mit meiner damaligen Partnerin zusammenleben, zusammenwohnen. Das war mein ganzes Leben und dann halt eben Basketballprofi weggefallen, was mir eben nicht zu schaffen gemacht hat, was okay, aber dann halt eben auch, aber trotzdem, Leben hat sich massiv geändert und dann halt auch eben die Beziehung fällt weg, das Studium ist geblieben, aber da habe ich auch immer, und da habe ich halt auch immer aber dann gestruggelt, weil dann habe ich mir gedacht, okay, ja, und das war dann auch diese Reaktion, okay, das nächste Wintersemester startet, ich hau jetzt voll rein im Studium, ich ziehe das voll durch, ich werde der krasseste Physikstudent, aber es war halt einfach nicht das, es hat sich auch so geändert, weil früher war es halt einfach dieses komplementäre Ding zu meinem Basketball und zu meiner Beziehung und jetzt war es dann plötzlich das Hauptding und das hat sich dann, und das hat es einfach, das, also ich liebe Physik und ich studiere so gerne, aber es ist halt einfach nicht dasselbe. Also es füllt nicht, es gibt mir nicht diese Passion wie Basketball oder wie eine super Beziehung. Und aber eben, dann habe ich das noch irgendwie so weiter am Laufen gehalten und dann irgendwann kam halt dann plötzlich so, dass bei mir war es dann halt Weihnachten 2021 und die Weihnachtsferien, Silvester, wo ich genau das hatte, was du dann auf einmal so... Silvester 2020 war bei mir. Ja, bei mir halt dann ein Jahr später, wo du halt einfach so... Also du hast, ich habe es halt davor schon immer so gemerkt, es wird alles belangloser und ich habe halt einfach nur diesen Trip, viele Partys, ein Dates, dann dort und da irgendwie auf der Uni noch was... Ablenkung, Flucht. Genau, aber dann irgendwann sitzt du halt mit der Family zu Weihnachten zusammen und möchtest eigentlich eine richtig schöne Zeit haben und es war auch richtig, grundsätzlich richtig schön, aber du bist drinnen halt einfach so, so leer und so eben alles belanglos und dir geht's scheiße und schlecht, aber es ist halt eben nicht diese Emotion wie weinen, sondern es ist einfach nur so und ja, und dann, ja, denkst du halt auch schon so, naja, und dann denkst du dir so, ja, eigentlich, also ich möchte irgendwie dieses Scheißgefühl loswerden, aber wie? Naja, wenn ich's, ja, und dann denkst du, fährt mal ein Auto vorbei und du denkst so, naja,
Wäre ich jetzt 2 Meter vorne gestanden, wäre es auch wurscht. Und dann, ja. Ist keine Lösung. Ist keine Lösung. Nee, aber, und dann kam halt bei mir, und das ist halt vielleicht einfach, weiß ich nicht warum, dann war halt auch bei mir schon so, ey, nee, hey, das ist genau. Das ist nicht. Aber richtig, ich hätte mir selbst nie irgendwas angetan. Ja. Weil ich mein Leben an sich feier und liebe, und ich bin privilegiert in allem, was ich machen darf, so, und wenn ich kennenlernen darf, was ich erleben darf. Ja. Das ist so, und aber das ist halt trotzdem krass, ne, wie dann plötzlich solche Gedanken einfach da sind und du denkst, wo kommen die jetzt her? Ja. So, und das ist verrückt. Ja, oder ich habe gestern Abend einen dummen Joke gemacht, eben wenn du ein scharfes Messer in der Hand hast, da hast du dann auch, und dann eben bei mir war es dann so, da kommen die sich dann und denkst, boah, ey. Also bei mir war es zuerst so, ich habe ewig lange niemandem davon erzählt, jetzt erzähle ich es von der Kamera, weil zuerst... Naja, ist ja, ey, ne? Also zuerst habe ich mich dafür geschämt und denke mir so, boah, ey, was ist mit dir falsch? Wie kann man sich sowas denken als Mensch? Das ist ja Ding. Hat es gerade mir schon wieder, boah, ey, gesagt. Also ich habe es ja damals nicht gedacht, weil, aber... Da hat sich damals schon gedacht, boah, ey, Alter, was ist denn hier? Boah, ey. Und dann aber eben, irgendwann muss man halt daneben sagen, okay, es ist, und das eben, aber deswegen dann gedacht, okay, du musst dir einfach Hilfe holen und dann Therapie gemacht, oder gehe noch immer Therapie und einfach lernen, drüber zu reden, ein bisschen eben selber reflektieren, und dann funktioniert es halt, also für mich derzeit funktioniert es sehr gut, und dadurch habe ich eben jetzt mehr dieses, wo ich sage, okay, es ist mir lieber, dass ich mal mir die Augen richtig rausheul und Sachen zulasse, aber dafür habe ich halt nicht mehr so eine Leere und so scheiß Gedanken. Das heißt, also man muss immer auf der Hut sein, man muss immer 18 sein, es kann immer mal schlechter laufen und eine schlechte Phase kommen. Aber wie gesagt, aber das muss man halt wissen, und dann ist es auch okay. Genau, was ich letztens meinte, bei so eine Instagram-Talk-Story gemacht, aber wo ich genau das gesagt habe, dieses, es geht ja nicht darum, dass es uns immer gut geht. Das Problem ist, dass uns die Gesellschaft suggeriert heutzutage, es ist nicht okay, wenn es uns mal nicht gut geht. Ja. Und das ist das Problem, was ich da sehe. Unterm Strich ist es das Beste überhaupt, wenn es dir mal nicht gut geht und du einfach sagst, ja, mir geht's nicht gut. Weil du dann einfach diesen Ist-Zustand bestmöglich, so stoisch wie es geht, akzeptierst. Genau, ja. Und danach ist Fakt, weil du es auch schon erlebt hast jetzt und ich auch, man weiß ja, es wird wieder besser. Mhm. Das ist das, was so bei mir in dem ersten Moment, also in diesem ersten wirklichen krassen Part gefehlt hat von dieser Depression und so, dieses boah, wird das besser, weil man es ja nicht kennt. Ja. Und jetzt ist es so, dass man, also klar kann man sagen, boah, jetzt ist sie halt rezidivierend wieder da bei mir, so in Schüben oder wie auch immer man das dann nennt. Also ich habe es abchecken lassen, abklären lassen so, aber ich habe halt da, wie gesagt, schon gelernt, wie gehe ich damit um in meiner, also Therapie, wenn das wieder aufbricht. Und ich komme damit jetzt klar, so, dass ich dann durch Wien laufe wie gestern und so eine halbe Stunde plötzlich habe, wo ich mir wieder denke, oh Scheiße, ich vermisse das und das fehlt mir und das ist krass und warum denke ich jetzt hier dran und mein Gott, und ich habe 6 Themen im Kopf mit 12 Stimmen. Ja. So. Ja. Aber ich weiß, okay, das muss so sein, das darf auch sein. Es ist okay. Die Belastung, die psychische Belastung aktuell ist in Ordnung, das ist okay. Und allein durch die Akzeptanz dessen macht es das, glaube ich, erträglicher, für auch vielleicht für viele, die es jetzt hören und sich denken, ey, ja doch, dir darf es scheiße gehen, Alter, dir darf es. Und für mich immer auch ein Zeichen, dass man es auch selber akzeptiert, ist halt, woran man es merkt, ist halt auch einfach, wenn man darüber redet. So vor eben, weil wir haben uns im Flixbus getroffen, ich war dann danach am Rückweg kurzen Zwischenstopp in Leipzig gemacht, wo du mir eine richtig geile Leipzig-Tour gegeben hast. Und jetzt, 1,5 Jahre später, bist du hier. Und das ist alles, was wir voneinander kennen. Stimmt eigentlich, ja. Und wir haben gestern Abend schon einfach begonnen, so eben unsere schlechtesten Gefühle
unsere Schwächen offen zu reden. Das tat gut einfach, ja. Es tat gut, es tut jetzt gerade gut. Und vor einem Jahr, wo wir uns im Flixbus getroffen haben, wo ich in Leipzig wäre, vor 2 Jahren ist es ja, sorry, keine Chance, dass ich das gemacht habe. Also es wäre mir selber nicht mal so bewusst gewesen, weil ich nicht gut genug gewesen wäre, um selbst darüber zu reflektieren, warum geht es mir eigentlich schlecht. Ist gut genug, vielleicht einfach nicht ehrlich genug. Ehrlich genug, ja, aber zu dir selbst. Zu mir selbst, aber ich merke es halt schon, eben das war halt bei mir in Therapie und meine Therapeutin, ey, das manchmal so, am Anfang war es immer so anstrengend, so du gehst halt hin und du denkst dir so, ja komm, ich gehe jetzt zu der, die sagt mir irgendein Wundermittel und dann geht es mir wieder besser, also so naiv war meine Einstellung. Ja, das ist schon geil, ja okay, das ist schon also, super. Und dann war ich so, sag mir so, ja Georg, du machst jetzt das und dann läuft dein Leben wieder. Aber das ist halt nicht Therapie, sondern es ist immer so, du gehst halt hin und hoffst auf den Rat und du bekommst immer nur eine Gegenfrage, du bekommst immer nur eine Frage zurück. Und aber das war geil. Ist geil. Meine erste Stunde war, ohne Scheiß, ich habe mich hingesetzt, sie wird es nicht sehen, aber ich habe mich hingesetzt und gesagt, schönen guten Tag, Frau Doktor so und so. Ich weiß nicht, wie eine Therapie abläuft, es ist das erste Mal, dass ich jetzt seit langer Zeit wieder hier sitze. Ja. Ich habe so viel zu erzählen, ich würde Sie einfach kurz mal bitten, so die Schnauze zu halten und mir jetzt mal zuzuhören. Ja. Machen Sie? Ja. Also ich war einfach so, ich fange jetzt mal an zu erzählen. Ja. Ich musste erstmal so viel irgendwo hinpacken und die hat eine Stunde nichts gesagt. So. Ja. Und nach einer Stunde hat sie gesagt, ja, Fritsche. Ja. Hat viel mitgeschrieben halt und sich so, dann füllen Sie bitte noch jetzt den Bogen aus, diesen Erstaufnahmebogen, diesen Anamnesebogen, ne, was da so, ne, dass die so dein Persönlichkeitsprofil ein bisschen auch so checken kann und so. Und dann kommen Sie bitte dann wieder. Ja. So, alles klar. Das ist ja auch die Aufgabe, ne, dass, sag ich mal, sie dich zum Reden bekommen von selbst aus dir heraus. Ja. Und halt eben bei mir ist halt eben auch dadurch, jetzt ist halt schon ein bisschen über ein Jahr, also ich halt einfach gemerkt habe, so, okay, die Fragen, die sie mir immer stellt, die sind bei mir jetzt ins Blut eingegangen. Und wenn ich jetzt eben selber daheim bin oder selber irgendwas ist, was mich bedrückt, dann stelle ich mir auch selber diese Fragen automatisch. Vielleicht gehe ich dann auch deswegen mal wohin, wo es wehtut. Und deswegen fange ich auch mal an, richtig, richtig zu heulen. Aber ich erkenne es halt und ich laufe nicht rum und fühle mich die ganze Zeit mies und denke mir so, boah, ey, du bist so ein... Schon wieder, boah, ey, alle, meine Freunde werden mich hassen. Und du rennst halt rum und rennst halt dann die ganze Zeit rum und bist, boah, ich bin nur ein... bist halt nur ein Schatten deiner selbst. Und nein, du bist okay, du kommst halt drauf, okay, das bedrückt mich jetzt und das fuckt mich ab. Und ja, das ist halt... Ja. Und wenn gar nichts hilft, hilft der... Basketball. Georg, wir können ewig Stunden weiterreden, aber wir wollen noch ein bisschen raus, das Wetter genießen. Es ist wirklich ein bisschen bewölkt inzwischen, aber es ist einfach schön warm draußen. Wir gehen ein bisschen zocken jetzt. Bei mir hat immer der Gast das letzte Wort. Du kannst grüßen, wenn du willst. Du kannst sagen, was du möchtest. Du kannst eine Moral raushauen. Du kannst alles rausknütteln hier, was du möchtest. Das ist gar kein Problem. Also, ich bin immer so, dass ich, also meinen schlauesten Satz habe ich schon gesagt heute, ne? Ne, die Scheiße, wir leben die hier vorwärts und verstehen die Rücken. So, lasst gerne ein Abo da, wo auch immer ihr das hört. Whatever, ich bin nur so schlecht in sowas, aber es würde mir wirklich helfen. Also weiter einfach durch Europa zu tingeln, solche inspirierenden Geschichten einzusammeln für uns alle, für euch alle. Und das Erzählen tut auch uns beiden einfach gut in dem Moment. Deswegen lasst gerne ein Abo da, auch bei Spotify gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Bei iTunes, wo auch immer ihr das hört. Und einen Daumen nach oben und ein Abo bei YouTube. Whatever. Ich sage danke an der Stelle fürs Zuhören und für deine Zeit. Auch für die Unterkunft, weil ich schlafe auch hier, by the way. Und danke für die Ehrlichkeit, mein Lieber. Und das war mein Part. Ja, und ich sag danke, dass du mit mir diese Folge machst. Vor allem meine Freunde werden glücklich sein, weil die bekommen regelmäßig 10 Minuten Audios. Ich plane immer nur eine 2 Minuten Audio auf WhatsApp und dann wird's eine Podcast-Folge. Und jetzt sind die froh, dass ich das mal hier rausgelabert habe, dass dich die nicht mehr voll rät. Also vielen Dank. Machst du hoffentlich, weil ist trotzdem wichtig. Ne? Ja, aber sowieso. Aber ja, also danke dafür und jetzt schauen wir raus.